rutschte und rutschte eine sehr lange Blaurutsche runter ins Nichts. Ich schloss die Augen und schrie: Ah! Doch der Schrei verlor sich im Nichts. Die Rutsche schien nicht aufzuhören. Ich öffnete wieder die Augen und sah einen kleinen weißen Punkt. Ich rutschte direkt auf ihn zu. Ich schloss wieder die Augen. Einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl zu fallen. Und plötzlich landete ich auf irgendetwas. Ich öffnete wieder die Augen und guckte nach unten. Ich saß auf einer riesengroßen, feuerroten Blume. Als ich vorsichtig über den Rand der Blume lugte, sah ich einen Kiesweg. Hihi! Wer ist denn da? Wenn du nicht aufhörst zu kitzeln, dann kann ich es dir sagen. Alles wurde schwarz. Ich starrte direkt in zwei riesengroße Glubschaugen. Ziegenglubschaugen. Doch bevor ich die Ziege wieder begutachten konnte, wurde wieder alles schwarz. Langsam hatte ich genug. Als die Umgebung wieder auftauchte, fand ich mich fliegend und in luftiger Höhe wieder. Rückens schwangen sich zwei große, elegante Flügel auf und ab. Ich war ein Schmetterling. Plötzlich hörte ich leise, aber kräftige Flügelschläge hinter mir. Das konnte kein Insekt sein. Ich guckte nach hinten. Hinter mir flog ein riesiger Rabe. Als ich wieder nach vorne schaute, sah ich, dass ich auf eine große, dunkle Spirale zuflog. Ich versuchte auszuweichen, doch es war zu spät. Es machte Puff und ich saß in einem Raum. Ich wusste nicht, ob ich irgendwann mal wieder nach Hause kommen würde. Als ich von zu Hause weggerannt war, hatte ich mich kurz zuvor mit meiner Mutter gestritten. Ich will nach Hause. Ich wünschte es mir so sehr. Ich merkte, dass mir eine Träne die Wange runterlief. Ich wollte hier weg. Und ich wünschte es mir so sehr. Ich wollte jetzt. Jetzt sofort. Ich schlug meine Augen wieder auf. Ich lag wieder auf meinem Bett